Und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme. Wir sollten auch die Musik anschalten. Die ist gerade nicht zu hören. Ah, da kommt's. Und wir sollten dann auch hier alles starten und direkt joinen. So, die letzte Aufnahme war ein bisschen länger. Das heißt, es kommt nur eine Folge dann. Heute gibt es dann, will ich hoffen, nur halt zwei Folgen. Beziehungsweise, ich weiß nicht, wie ich das immer schaffe. Aber wir waren ja hier gerade stehen geblieben. Boah. Du O-Strich. Jetzt gehen wir nicht hier auf ein Fleckchen. So, tun wir noch hier Fackeln hin. Da vielleicht. Boah, schon wieder ein Lizardmann, Alter. Wo ist der denn? Das ist halt das Blöde, wenn man hier in der Wüste ist. So, Armadillos. Da hat man auf jeden Fall zu viel Gefahr. Aber wenn man so gut ausleuchtet, kommt man da auch super mit klar. So. Brauchen wir noch irgendwie Gold oder sowas. Hinten ist ein Zombie. Damit wir das machen können. Ah, da kommt dieses... Jetzt habe ich sie ja, dieses Scavenged Brick. Das ist ja die Seele gebunden, beziehungsweise den Seelen. Ich glaube Seelen heißt das, ne? Oder versegneter Stein. Versegneter Stein, glaube ich, heißt das. Und das muss dann halt gleich fertig gemacht werden. Das ist falsch hier. Düt. Düt, 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 düt. Ich weiß gar nicht, was man damit machen kann. Tun wir erstmal hier reinschmeißen. Fleisch tun wir reinschmeißen hier. Genau, ich wollte hier mal ebenso. Zwei Diamanten und ein paar Sticks. So eine schöne Hau machen hier. Plopp. Dann brauche ich noch ein paar Seeds. Nehmen wir einfach normale Seeds, damit wir ein bisschen Brot haben für Weizen. Oh, wo ist unser Kelch? Den brauchen wir noch einmal. Den Kelch, den brauchen wir noch mal. Wo ist der denn? Ist der ganz oben drin? Ja. Yep. Der Kelch, der ist ganz oben drin. Können wir auch raus trinken. Ich weiß gar nicht, was das bringt. So, Wasser rein. Wasser, 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 Wasser. So, wo ist meine Ho? Da ist die Ho. Dann machen wir bis hier hin. Versuchen wirklich das Feld hier auszugraben. Dann müssen wir noch Zaun drum machen, dass hier wirklich nichts reinkommt. Dann nehmen wir gleich dieses komische Holz. Das sowieso keine Menschheit braucht. So, hier ist ein bisschen dunkel in der Mitte, richtig? Naja, kriegen wir schon irgendwie hin. Das brauchen wir ja dann nicht. Egal, wenn das sowieso abgeerntet wird, dann sammle ich das sowieso mit dem Coin of Fortune ein. Meine Güte, wie viele Monster sind, beziehungsweise wie viele Mobs hier alleine sind. So, bevor ich aber das auch noch rausnehmen. Alter Spinne! Spinnst du oder was? Da kann ich jetzt Leben regenerieren? Naja, aber zum, ich weiß gar nicht, ob der Essen funktioniert. So. Lalalala. Da ziehen wir mal schön den Zaun rum. Ziehen wir den auch erstmal noch da drum. Dass hier wirklich kein Mob oder so reinkommt. Cobblestone haben wir noch. Dann machen wir das hier auch. Dann machen wir das nämlich gleich hier richtig. Oh, habe ich jetzt hier drei gemacht? Ja, das muss ja hier nicht. Bitteschön. Wo ist meine Axt? Da ist meine Axt. So, einmal so. Machen wir hier noch Zaun drum und dann ist gut. Erstmal vorerst so ein Feld hier aufbauen. Nur provisorisch soll das ja laufen. Dann tun wir vielleicht noch hier irgendwo eine Fackel hin. Da. Das wird jetzt in dem sein. Up. Hier einfach drup. Fertig. Hinten auch noch eine Fackel vielleicht noch hin, damit auf jeden Fall hier ausgeleuchtet ist. So, jetzt tun wir hier das hier alles rein und fertig. Gar nicht, wie viel auf so ein Feld drauf geht. 64 haben wir gehabt. Das müsste jetzt 8x8 sein, ne? Na, Rino, wo willst du hin? Sieht das lecker aus für dich? Ja, 8x8. Na, wo willst du denn hin? Wir hoffen nicht, dass sie noch hier hin können. Dann machen wir nochmal lieber noch so einen dahin. Oder habe ich jetzt übertrieben? Nein.
oder? Nee, der müsste noch darunter. Er ist hier falsch. So ist richtig. So, jetzt kann der Hebel dann betätigt werden. Wenn ich dann halt die Sachen ernten möchte. Das ist jetzt erstmal nur provisorisch. Das andere baue ich noch nicht an. Kohle kommt auch erst hier rein. Blub, blub. Essen sowieso. Spinnaugen. So, jetzt haben wir noch paar Minütkes. Dann würden wir mal sagen, was machen wir jetzt als nächstes? Um was kümmern wir uns? Eigentlich um die Farm, damit wir Punkte farmen können. EP-Punkte. Das machen wir jetzt als nächstes. Sollen wir hier noch eine Fackel hin erstmal? Meine Güte, die sind auch wieder Mobs, ey, das glaubst du nicht. Wow! Alter, wo kommst du denn her? Das Ding ist so ausgeleuchtet. Aber die Lohnruten brauchen wir, die kann man nicht verbrennen und brauchen wir für Tränke, für Stärketränke, wenn wir mal in den Kampf gehen. Das ist ja gar nicht geil gewesen. So, was machen wir denn hier für eine Höhe? Ey, könnt ihr mal einfach mal weggehen? Junge! Stress nicht, stress nicht, stress nicht. Oh, ich sollte mal irgendwo ein Wasserbecken hier irgendwo hinsetzen. Junge! Kann man nicht F7 hier machen? Nein, 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 ich kann das nicht. Schade. Das wäre noch eine Fackel. Ich muss sie überall ausleuchten, oder was? Alter, muss ich jetzt euch hier ständig bekämpfen, oder was? Hab ich ja gar keinen Bock. Fackeln erstmal alles ab hier. Das ist ja gar nicht schön. Muss die Spawn auch anders rücken, obwohl das auch so gar nicht mal so schlecht ist. Die eigentlich sitzen. Jetzt so. Ich hab schon wieder gehört. Noch zwei, ey. Also brauche ich auch nicht in die Hölle gehen für die Dinger. Das hat schon mal einen kleinen Vorteil. Jetzt werde ich noch dahinter eine Mauer reinziehen und dann können die alle hier runterfallen. Meinetwegen. So, geht mal hier weg. Oh, Alter, das war doch klar. Das war sowas von klar. Du auch noch hier. Alle wollen so Stress hier. So, das hier dahinter muss alles noch freigemacht werden. Junge! Alter! Achso, doch, zeig dir doch an. F7. Ja, ist klar! Was hat der denn gefressen, ey? So, du wolltest frech werden? Dann wirst du jetzt frech gemacht. So, bitteschön, was hast du gedroppt? Eisenschild. Regeneration. Die Regeneration kannst du dir irgendwo hinschieben, wo du lustig bist, aber nicht bei mir. Nächsten. So, ich wollte hier eigentlich nicht smooth, einfach normalen Cobblestone, einfach normalen Sandstone nehmen hier. Nicht diesen smooth. Dann wisst ihr was? Gehen wir hier auf eine Nummer sicher. So. Alter, die wollen mich ernsthaft ärgern da vorne. Gehen die nicht kaputt? Ja, die nimmt Schaden dabei. So, komm her. Jetzt wusste ich nämlich, dass ich Schaden nehme bei dem Zeug. Weil meine Cloudboots sind auch nicht mehr die besten. Ich brenne dauerhaft. Warte mal, das müssen wir mal ändern hier. Machen wir jetzt mal Wasser hier oben hin. Oh, das geht dennoch. Okay, zumindest gehen sie da nicht direkt rein. Puh. Meine Güte. Ahnst es aber nicht, dass hier so viele Monster reingehen. Komm schon.
Mistarino, danke. So. Oh, Protection 4, okay. Das kann hier rein. Ist auch so unnötiger Müll hier alles. Ja, Blazewatts, die können wir jetzt zum Verbraten benutzen hier. Aber wir haben noch so ein bisschen unnötigen Quatsch hier eigentlich jetzt mittlerweile drin wieder. Das. Sand, ne? Sand. Ich habe ja auch Sandstone schon gehabt. Da, Sandstone, Sandstone. Sand, 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 Sandstone. Sand. Ja, Sand wollte ich eigentlich woanders verbrennen, in dieser Smeltery. Soll ja auch noch gemacht werden. Ey, ich höre die Dinger nur noch. Ich muss schon überlegen, den eigentlich kaputt zu machen, aber der ist eigentlich voll Gold wert, das Teil. Alter. Das habe ich aber nicht mitgerechnet. Mit dir da. So. Und das wollte ich mal hier so auskleiden mit Sandstone. Das sieht, glaube ich, geil aus. So, machen wir das einmal hier einmal drumherum und fertig. Ja, ich wollte gerade sagen, habe ich die eine Spitzhacke genutzt? 11 Minuten. Gerade sagen, was ist das? Slimes oder was? Slimes sind am Arsch? Aber das ist das Lied. Dachte schon. Lapis. Und ein Rhino. Warte mal, ich will das jetzt mal ausprobieren hier. Nein. Nein, nein. Okay, was passiert jetzt? Warum krieg ich denn... Naja, ich weiß es nicht. Mal dich wieder aus der Hand legen. So, hier eben freimachen. Können wir nicht mehr das Redstone ja auch noch schnapulieren. Da. So, die Wand muss auf jeden Fall weg. Also, da oben geht es ja auch auf jeden Fall weiter auch noch. Da müssen wir auch noch ein bisschen, wenn eine Decke kommt oben drauf, dann ist gut. Dann wird es hier nämlich dunkel drin. Und da kommen die ganzen Monster von ganz alleine. Die bösen Buben, die. Wo habe ich denn keine Schaufel? Ich brauche, glaube ich, die Axt gerade nicht. Die Axt im Walde tun wir schwingen. Ach, schon wieder so ein oller Strauß hier. Ah, kommt der nächste angeflogen, der will auch nur Ärger haben. So, dann müssen wir auch wieder Sand farmen, sehe ich gerade. Das reicht ja auch nicht, auf jeden Fall für das Ganze reicht es hier nicht. Dann. Aber für den Anfang sollte das hier auf jeden Fall genügen. Und sollen wir noch Cobblestone zum Bauen? Da brauchen wir auch noch ein bisschen mehr für unseren Turm allein. Aber das wird sich dann später zeigen, wenn wir die anderen Materialien dafür haben. Wir müssen auf jeden Fall auf Mining-Touren gehen oder zumindest irgendwelche Dinge ausplündern, damit wir Erze bekommen. Gold, Eisen, das ist gerade wichtig. Diamanten und so ist eigentlich nicht das Wichtigste, aber so, die anderen sind auf jeden Fall sehr wichtig. So, wir sollten auch hier auf dem Boden ein paar verteilen. Jeweils auf jeden Fall in den Ecken und in der Mitte noch eine. Dann passt das schon. Weil ich ja die Fackeln von den Wänden jetzt mal eben wegnehmen werde. Na, was ist jetzt schon wieder runtergefallen? Entweder ein Armadillo. Na, du Keks da oben. Du wolltest doch nicht irgendwo anders hin. So, damit die auf jeden Fall hier oben nicht mehr spawnen, kommt das dahin. Das Feuer nervt. Das Feuer nervt. Aber. Alter. Na komm her. So, dann gehen wir mal hier hinten in die Ecke und würde sagen, ich gehe raus. Und verabschiede mich von euch. Und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Flash oder P. Und tschüss.